Eine neue Runde Kabinentalk mit Can Alak. Wir haben wieder die User auf Instagram gefragt, was sie so von dir wissen wollen. Und die erste Frage ist gleich mal, kannst du uns bitte mal deinen fußballerischen Werdegang erzählen? Also angefangen habe beim FC Zierl, bis ich 10 Jahre alt war. Danach bin ich für ein halbes Jahr zum FC Wacker gegangen und dann wieder zurück zum FC Zierl und danach habe ich die Akademie Tirol durchgemacht. Und danach wieder zum FC Zierl und zum Schluss jetzt war ich beim SV Tels ausgeliehen und jetzt bin ich bei der Vorwärts. Was hast du vor deinem Sprung zum Profi gemacht? Hast du da gearbeitet oder studiert nebenbei? Ja, ich habe eine Lehre als Dachspengler angefangen. Und die hast du jetzt zugunsten des Fußballspielens aufgegeben? Genau, für die Vorwärts. Das heißt, du konzentrierst dich jetzt einmal voll aufs Profifußball? Genau, will mich voll 100% konzentrieren auf den Profifußball. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Regionalliga und zweiter Liga? Yes, der Unterschied ist eher spielerisch. Also körperlich finde ich es ziemlich gleich. Aber spielerisch merkt man schon die Unterschiede. Wie ist das für dich, dass du jetzt doch wesentlich öfters Training hast als davor? Ist das viel anstrengender oder kommst du damit gut klar mit der Belastung? Ja, die ersten zwei Wochen waren schon anstrengend, aber danach gewöhnt man sich dran und jetzt bin ich 100% dabei. Wie bist du so gut geworden? Durch vieles Training und viel Arbeit und ja. Wie betrifft dich die Corona-Zeit fußballerisch? Ja, nur das viele Testen ist ein bisschen anstrengend, aber sonst macht mir eigentlich nicht viel aus. Machst du abgesehen vom Sportlichen irgendwas, um besser zu werden? Also beispielsweise irgendwas Ernährung, Mindset, ausreichend Schlafen? Gibt es da rundherum noch ein Programm? Ja, natürlich. Ich schaue, dass ich ausreichend schlafe und auf die Ernährung schaue. Aber das, glaube ich, sollte ein fester Bestandteil davon sein. Hast du das schon früher gemacht oder erst jetzt, seitdem du bei der Vorwärts bist? Früher auch schon, aber jetzt schon viel intensiver. Was für einen Vertrag hast du jetzt bei der Vorwärts? Also wirst du länger in Steyr bleiben? Ja, ich hoffe es. Also mal bis zum Sommer und danach sehen wir weiter. Wie gefällt dir das Leben in Steyr bis jetzt? Ja, ist sehr schön. Also Steyr ist generell eine schöne Stadt und ich habe mich gut eingelebt. Wie fühlt es sich an, Teil der Mannschaft und Teil der Vorwärts zu sein? Sehr schön. Also wir haben super Fans, die Mannschaft ist super drauf. Jeder kommt mit jedem gut klar, also bin froh hier zu sein. Bist du in deiner Freizeit dann auch mit der Mannschaft, mit Kollegen zusammen? Ja, natürlich. Bin viel mit den Mannschaftskollegen unterwegs. Wie gefällt dir unser Stadion hier in der Volksstraße? Ja, sehr schön. Also vor allem die Farben, Rot, gefallen mir sehr. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Vorbereitung und den ersten zwei Pflichtspielen in Rot-Weiß? Also ich bin persönlich sehr zufrieden, aber es geht natürlich noch besser. Ein Tor haben wir jetzt schon gesehen von dir am Pflichtspiel. Wie viele Tore hast du vor, dass wir die Saison noch zu sehen bekommen? Ja, hoffentlich so viel wie möglich. Aber an erster Stelle erzählt einmal, dass wir die Punkte holen. Wie gehst du mit den doch recht hohen Erwartungen, die wir im Vorhinein die gehabt haben, um oder allgemein mit Druck? Also Druck macht mir nicht so viel aus. Ich spiele so, wie ich es immer tue, mache das, was ich kann, gebe 100% und den Rest sehen wir dann. Was sind deine nächsten Ziele und Wünsche? Das nächste Ziel ist einmal der Klassenhalt und danach, was in Zukunft kommt, sehen wir noch. Gibt es irgendwas in der Mannschaft oder in der Liga, wo du dich am Höhepunkt deiner Karriere siehst? Ich bin ein großer Barcelona-Fan, also die La Liga. Wer am schönsten? Messi oder Ronaldo? Ganz klar Messi. Wie alt bist du? 22. Hast du Geschwister? Ja, zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Ist deine Schwester Miss Austria 2014? Nein, aber sie war dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel das sie gewonnen ist. Das ist eine Frage von unserer Instagram-User, die wissen anscheinend einiges über dich. Nee. Nein, sie war dabei, aber erster ist sie nicht gut. Hast du irgendein Vorbild? Ja, Cesc Fabregas. Warum?
Seine Spielart und Spielphilosophie gefällt mir sehr. Wer war dein lustigster Mitspieler bis jetzt? Ja, ganz klar der König. Warum? Allein die Art, wie er redet, das Wienerische. Also, der bringt einen immer zum Lachen. Was machst du denn dann auf Freizeit? Also in Tirol gehe ich oft rodeln mit den Freunden. Und sonst ein bisschen Playstation spielen, mit den Kollegen rausgehen. Spielst du Fortnite? Ja, natürlich. Was ist dein Lieblingsessen? Sushi, mag ich sehr gern. Käse oder Oliven? Hasse beides. Ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Am Sonntag gegen Amstetten, was können wir uns da erwarten? Ja, wir werden alles geben als Team und versuchen, 3 Punkte mitzunehmen.